Diese Rikscha gehört dem Malteser Ortsverband Magdeburg und stand am Dienstag vor dem Haus Komes auf dem Gelände des Marienstiftes. Dieses Gefährt wird von Ehrenamtlichen gesteuert und soll älteren oder körperlich eingeschränkten Menschen die Möglichkeit geben, in die Natur zu kommen, die Stadt zu entdecken oder eben einfach mal wieder das Haus zu verlassen. Wir kriegen regelmäßig Feedback von Leuten, die die Fahrten so viel getan haben, so viel gefallen haben, auch das Erinnerung von früher, wo sich vielleicht ein Pärchen getroffen hatte, vielleicht einen Heiratsantrag bekommen hatte, dort wieder vorbeigefahren sind. Letztens habe ich die Rückmeldung bekommen, wir haben ja die Sternebrücke, dass das Pärchen sich die Sterne wieder angeguckt hat, die dort irgendwann mal angeklebt wurden von denen. So wohnen die Senioren vielleicht schon in einer Pflegeeinrichtung und können auf diese Weise ihre alte Heimat noch einmal sehen. Oder sie sind bereits so lange in Magdeburg, dass sie erzählen können, wie es zu Kriegszeiten hier aussah. Am Ende geht es um das Erlebnis, die Menschen fühlen sich aber eben auch wieder wichtig und gebraucht, da sie die alten Geschichten erzählen können. Doch warum das Treffen am Dienstag? Und warum war auch die Oberbürgermeisterin vor Ort? Ich habe bei Facebook gesehen, dass Rikscha-Fahrer und Fahrerinnen gesucht werden. Und da habe ich gedacht, spontan, möchtest du gerne mal ausprobieren und auch mal nett unterwegs sein, vielleicht mal einen älteren Menschen fahren. Ich komme ja aus dem sozialen Bereich und war mir einfach ein Bedürfnis, das mal kennenzulernen. Und da habe ich hingeschrieben an die Malteser und haben die gesagt, ja, können wir machen. Und so ist es entstanden, hat meine Sekretärin einen Termin gemacht. So sind wir also hier, nicht nur bei einem klassischen Termin, sondern auch bei einer ersten Einweisung für Boris, damit auch sie vielleicht mal am Lenker sitzen kann. Also Helm auf und rauf auf den Sattel, um erst einmal die Wünsche der Fotografen zu erfüllen und eine kleine Runde auf dem Parkplatz zu drehen. Ich glaube, man braucht schon ein bisschen Übung. Ich hatte mir erst vorgestellt, man setzt sich drauf, dann fährt man los, ist zwar ein bisschen breiter, aber sollte doch schon ein bisschen Übung haben und auch die Handgriffe an dem Fahrrad kennen oder eine Rikscha kennenzulernen, ist schon hilfreich. Also es braucht ein bisschen Übung. Um das Theoretische zu übermitteln, ging es erst einmal rein ins Haus Komes. Für jeden neuen Ehrenamtler gibt es einen Ordner mit wichtigen Informationen und auch etwas Platz, um den ein oder anderen Hinweis zu notieren, den man von erfahreneren Rikscha-Fahrern erhalten hat. Aber zum Thema Ausbildung, wir haben eine komplette Ausbildung. Bevor wir Leute befördern dürfen, müssen wir Nachweis vom Erste-Hilfe-Kurs haben. Der darf nicht älter als 2 Jahre sein. Wenn der nicht vorhanden ist, wir bieten den gerne umsonst an, kostenlos. Und Präventionskurs, einfach nur, weil wir sehr nah mit anderen Menschen zu tun haben, dass man auch irgendwo weiß, wo die Grenzen sind. Und weiter hinten, das muss jetzt nicht gleich passieren, um Personen zu befördern, aber weiter hinten möchten wir auch die Malteser Grundausbildung mitvermitteln, einfach auch die Werte zu erzählen, warum wir dieses Projekt überhaupt machen. Und wie überall gilt, mehr Ehrenamtliche sind immer besser, so ist man auch dauerhaft auf der Suche nach neuen Fahrern. Die angesprochenen Kurse dauern übrigens meist nur einen Tag oder sogar weniger. Was das Fahren angeht, lernt man es wohl aber am besten, wenn man Fahrerfahrung sammelt. Deshalb ging es mit dem neu gewonnenen Wissen wieder raus ans Rad. Um beide Seiten kennenzulernen, wurde die Oberbürgermeisterin erst eine Runde über das Gelände gefahren. Dann war sie aber selber dran. Elektrisch unterstützt geht es so übrigens auf mehreren Routen durch die Stadt. Normalerweise sagen wir, wir treffen uns hier am Haus Komes beim Marienstift. Dann unterhalten sich die Ehrenamtlichen mit den Senioren, wo sie gerne hinwollen, was sie gerne erfahren wollen. Und dann machen sie sich los. Das kann entweder runter an der Schrote sein, es kann zum Domplatz sein, am Schleinufer, um Rotehornpark rum. Wir sind da sehr flexibel. Ich habe auch mitbekommen, Leute, die von außerhalb anrufen, die zum Beispiel für Geburtstag ein kleines spezielles Geschenk haben wollen. Oder wir hatten letztens einen Hochzeitstag. Da ist eine der ersten Fragen schon, was bieten Sie denn für Fahrten an? Und darum haben wir jetzt auch solche festen Fahrten, wie ich jetzt gerade genannt habe. Aber es ist sehr flexibel. Und wenn die Senioren sagen, wir möchten gerne um den Dom fahren und auf einmal am Eiscafé denken, uns gefällt es hier schon, dann können wir auch anhalten und die Tour abbrechen und einfach dort ein leckeres Eis essen. Das ist alles kein Problem. Wir sind da wirklich flexibel. Denn am Ende geht es eben auch darum, rauszukommen, etwas zu erleben und jemanden zum Reden zu haben. Die soziale Komponente ist das Entscheidende. Wer selber ehrenamtlich zum Rikscha-Piloten werden möchte oder selbst eine Tour genießen möchte, der wendet sich am besten an die Malteser Magdeburg. Eine Runde durch die Stadt ist im Übrigen kostenfrei, um eine Spende wird aber gebeten.